Herr Erdoğan, danke für dieses Exklusivinterview auf türkischem Boden. Ich habe Ihr Foto angeguckt und gedacht, Sie können unmöglich so doof sein, wie Sie aussehen. Was sagt das? Sie selber sehen eigentlich ziemlich klug aus. Stimmt ja auch nicht. Bei uns heißt es, nur die Weisen und die Dummen verändern die Welt. Als in meiner Kindheit die Weisheit mit Löffeln verteilt wurde, hatte ich aber eine Mandelentzündung und konnte nicht schlucken. Sie haben jetzt in der Türkei ja alle Journalisten einbuchten lassen. Deshalb muss ich ja mit dir reden, weil bei uns keiner mehr da ist. Lehrer und Oppositionelle haben sie auch alle weggemobbt. Das ist nicht sehr demokratisch, oder? Wieso doch? Bei mir hat jeder das Recht darauf, ordentlich eingebuchtet zu werden. Und als nächstes seid ihr Deutschen dran. Krasses Ding, warum das denn? Weil eure Merkel mich total übers Ohr gezogen hat, Entschuldigung, gehauen, bei diesem ganzen Flüchtlings-Mau-Mau. Waren etwa die kleinen, nicht nummerierten Scheine nicht pünktlich auf ihrem Gyroskonto gelandet? Doch, aber ich darf ja mit der Kohle auf einmal nicht mehr nach Europa zum Shoppen einreisen. Jetzt verstehe ich, warum Sie so ein Wüterich sind. Unverschämtheit. Ich bin kein Wüterich, sondern ein richtiger Psychopath. Ich habe plötzlich so viel Angst vor dir, dass ich heute Nacht meine Lampe anlasse. Wieso Lampe? Du hast im Knast keine Lampe.